Ja, hallo miteinander und willkommen zu einem kleinen zu einer der Demos, die es zurzeit zu spielen gibt. Das hier ist Urban Strife. Also wir werden das Ding wahrscheinlich jetzt nicht durchspielen, denke ich mal, sondern ich werde ein bisschen hier reinspielen und euch zeigen, ja, was in diesem Spiel los ist, worauf es hier ankommt. Wir haben ja vor kurzem den Trailer gesehen zu Jagged Alliance 3 und ein bisschen ähnlich wie das ist es, ne? Hier zumindest von dem Kampf hier. Wir haben eine rundenbasierte Kämpfe, wir bewegen uns sonst hier in Echtzeit herum auf der Karte. Das ist so ein ja, Zombie-Szenario, ne? Letzte Überlebende. Und unsere Aufgabe in der Mission ist, nachdem wir jetzt gerade aus unserem Shelter gekommen sind, wo man tatsächlich auch später wohl auch das Shelter ausbauen kann, wo man dann, also momentan in der Demo geht es noch nicht. So viel sei dazu gesagt. Aber ja, theoretisch kann man das dann auch ausbauen und verbessern und hast nicht gesehen. So ein bisschen wie bei, ich glaube, State of Decay war ein Spiel, was es so ähnlich in die Richtung gegangen ist. Nur dass das jetzt als Strategie quasi von oben so, Jagged Alliance Ansicht, isometrisch. Und ja, wir gucken einfach mal. Es gibt ein paar Objectives, die wir hier haben. Ansonsten müssen wir den Typ hier finden. Das Haus von Ford. Das ist das hier. Den Typ brauchen wir, um unser Radio zu reparieren. Und dann, das hier ist einer der Deputies. Und da viele kleine Anspielungen gibt es ja tatsächlich auch auf andere Sachen. Zum Beispiel, das ist der Typ, den wir spielen, den ihr gleich sehen werdet, der in dem Krankenhaus in Atlanta aufgewacht ist. Tja, Kenner der von diversen Serien werden wissen. Ja. Was auch auf das eine Anspielung war. Also er sagt, wir sollen ja zu Sheriff Rogers Haus, das ist hier hinten. Vielleicht können wir da noch was holen. Das ist auch ganz interessant, hier gibt es nämlich nicht nur Zombies, sondern auch andere Scavenger, die wir treffen können. Hoffentlich in den Kopf. Und dann werden wir gucken, was wir hier rausholen können. So, und sie haben noch einen alten Freund, den Priester. Der könnte sich eventuell uns anschließen. Ja, gab auch verschiedene Survivor in unserer Hütte. Das ist unser Standard-Loadup hier. Das ist unser Mann, Gorillo. Den kann man sich anfangs erstellen, so ein bisschen customizen. Aber er sah von der Statur aus so toll aus und ja, da hat Gorillo ganz gut gepasst. Es gibt private Zonen, das wird uns jetzt ja gleich erklärt, tatsächlich. Das kann man sogar wahrscheinlich gleich zeigen. So. Da muss man ein bisschen aufpassen, wie wir reinlaufen. Also, wenn wir irgendwo reinlaufen zu jemandem ins Haus, auch wenn das Haus nicht wirklich ihm gehört, dann kriegt man da Probleme. Das ist die Karte. Aber gut, ich denke, wir laufen mal los, wa? Also wir können einzeln bewegen, wir können auch alle gleichzeitig bewegen. Können auch mal alle hier ein bisschen rumcrouchen. Also ich würde sagen, erstes Ziel wäre jetzt dieses Sheriffs-Gebäude hier. Oh. Okay, hier sehe ich schon mal niemanden. Dann gehen wir hier rein. Warte, waren das jetzt wir oder? Klingt das wie eine Tür? Das ist eine Tür. Hier ist irgendwo jemand. Aha. Da drin. Gorilla, komm her. Ja, durchs Fenster einsteigen und ihn vielleicht überraschen. Wir haben eine Shotgun dabei. What do you all need? Billy, komm her, du hilfst auch mit. Billy Boy. Billy Bo, nicht Billy Boy, aber hey. Das passt schon. So. Man sieht auch hier die Deckungsanzeigen und so. Mit Linksklick können wir hier Sachen angucken. Also nur Scavengen und so natürlich eher auch mit von der Partie. Und ihr seht, wir können so ziemlich alles hier angucken. Was hat er hier denn? Fashion-Magazine. Ja, wo man die wohl braucht. Luigi. Geili. Können auch hier die Karte mal durchsuchen. Ja, guck mal. Wir haben Cloth-Racks, die kann man bestimmt als Bandagen noch verwenden. Weißt du was, geht ihr doch mal an diese Tür hier. Beziehungsweise es gibt hier so viel Zeug. Schon mal da rein. Okay, Kleber, oder? Petroleum, Gel, Planken. Das ist wirklich ein bisschen so, als könnte man sich hier wirklich dick ausbauen eigentlich, ne? So. Oh, Gorillo, mach mal die Tür auf.
Nein, schade. Feuer! Scheiße. Das ist umgedreht. Nein! Feuer! Ein schwacher Scavenger. Kann ich ihn noch irgendwie button oder so hier? Ich will eigentlich keine weitere Muni verbrauchen. Ja. Ja, Mann. Walk. Typ ist incapacitated. Gib ihm. Let's go. Billy Boy. Ey, guck mal, der hat ein Nudelholz dabei. Sehr die gefährliche Kampfmusik. Sie motiviert uns, diesen armen Trottel hier wirklich zu vernichten. Ihr habt alle tatsächlich dabei. Du hast ein Messer dabei. Also, ne, so Stealth geht, aber wir hätten jetzt auch mit. Das hätten wir vielleicht machen sollen, wa? Das wäre voll schlau gewesen von mir. Ich habe aber jetzt erst gesehen, dass sie ein Messer hat. Da ist noch jemand! Hi! Baha Scavenger. Wir können Shift drücken und links klicken, können wir zielen. Wir haben da ganz gute Wahrscheinlichkeit auf dem Kopf. Versuch es. Was hat denn die für ein Dickschädel? Okay. Luigi! Nein! Das waren hoffentlich alle. Die armen Leute hier einfach erledigt, ne? In ihren Häusern. So. Gorilla. Let's go. Ich meine, ja, wir müssen sie erledigen, ne? Wir brauchen auf jeden Fall eine Nahkampfwaffe noch mit Gorilla hier. Komm, Billy Bo. Ran! Jetzt gib ihm. Ja, Mann. Gleich in die Beine. Okay. So, Kaylee. Nahkampfwaffe. Schließ sie ab. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Ist das hier noch einer auf dem Klo sitzt, Mann? Ihr seht, ne, umso schnell wir uns fortbewegen, umso, das wäre jetzt eigentlich mäßig schlau, ja, aber... Da ist echt noch einer da drüben. Hat der denn... Das ist doch eine... So ein Nagel... Was? Das ist so ein Nagelgewehr hier. Wenn wir jetzt eine Granate haben, ne? Gorilla hat schon mal fett erwischt hier. Geh mal hier hin. So, und jetzt. Verdammt, nicht mehr genug AP hier. Genau um einen. Zu wenig. Ja. Billy Bo. Wo gehe ich hier hin? Und Feuer. Ja, nimm das. Luigi. Was brauchst du für einen Schuss? 15 AP. Das heißt, sie können 12 maximal verbrauchen. Leicht riskant. Okay, die eine liegt. Ist okay, dann geh mal auf deine normale Waffe. Schlechte Trefferchancen. Okay. So, jetzt dreh nicht durch mit deiner Nagelgeschichte hier. Ja, verschwinde. Billy Bo. Los hier. So, mehr gibt's hier bestimmt nicht. Auf geht's, Gorilla, der blutet. Wir bluten, glaube ich, ne? Zumindest sind wir verletzt, ja? Zumindest das auf jeden Fall. Ich denke mit Kaylee noch am ehesten, ja? Ja, nicht niedersetzen.
You need me? Let's go. Nähern wir uns dieser ominösen Frau hier. Yuji present. Yuji do. Yuji. Ah. Ja, setz dich mal hin. Setz dich hin, wir kriegen das hin. Ich glaube, sie hat keine Munition mehr, oder? Oh, ich will echt keine Munition mehr dafür verschwenden, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja? Der Witz ist, ne? Meine Overwatch da hinten, ne? Auf geht's, Gorilla. Schaffst du das auch noch? Nein. Muss man da in Overwatch? So. Setz dich zumindest mal hin. So. Was macht sie? Mensch, Billy! Feuer! Ey, wir werden sie niemals bekommen. Ist direkt hier. Punchseeker. Let's go. What do y'all need? Auf geht's, Billy. Das ist super gefährlich, was wir hier machen. Du musst literally nur aus dem Fenster ausschließen, so dass direkt den Kopf treffen. Ja. Ist am Verbluten hier. Ist auch kein anderer Eingang so richtig. Uschi, versuch du mal die Vorderseite. Muss nur aufpassen, es gibt ja auch eine Caesars Legion hier, ja. Dürften ja die findigen Leute unter euch auch noch kennen, wahrscheinlich aus einem anderen Spiel. So. Oh Gott, sie hat einen Hammer. Oh Gott sei Dank, hat er ausgewichen. Billy Bo! Ja, komm. Exekutiere sie direkt aus der Nähe. So, das war's. Der Kampf ist vorbei. Luigi. Mal Gorilla verarzten hier. Ja, das, ich finde das nicht unspannend, sowas hier. Muss ich ganz ehrlich sagen. Was wir halt echt knallhart nicht haben, ist, ne, also wir haben halt genau diese Menge an Munition, die wir dabei haben. Vielleicht haben wir Glück und finden hier noch ein bisschen mehr. Wir können hier jetzt mal alles looten. Mal, Kelly, komm mal her. Ah, geh mal auf dein Messer. So. Mach sie kalt. So, was hatten die denn so dabei? Na, ich will sie schon looten, ne? Ach, die hatte auch eine Crossbow dabei. Mitnehmen und eine Pfanne. Die ist nicht besser. Die ist nicht besser als unser. Naja, zumindest haben wir so eine Nahkampfwaffe. Was jetzt besser ist, da kann man sich jetzt überstreiten. So, jetzt wird hier ganz dick gesalvaged, Leute. Alles wird mitgenommen. Vor allem Zündkerzen. Und Carparts, alles. Immer hier rein zu Buford und Nancy, die wir hier drin umgelegt haben. Mein Buford, was hast du dabei gehabt? Ja, Sauernhammer, der ist auch... Oh, der hat tatsächlich auch eine... Der Winchester Sword of... Meine Fresse. Und ein bisschen... Das ist keine Buckshot, ist das in der Slugs hier? Wolf Quatsch Birdshot might be used for duck hunting. Ah ja. Deadlier sits larger relatives. Birdshot small metal pellets. Damit haben wir uns nochmal upgraded hier. Ich frage mich, ob wir jemanden auch ist, also quasi sneaky killen können mit der Pfanne. So von hinten dran, sie dann BAM.
Die hatte auch eine Redneck Crossbow. Und Wooden Bolts. Also damals auch nochmal eine Menge, theoretisch. Das ist doch gar nicht so schlecht, ja. Ist nicht ganz so aufgeschmissen. Ja, geh mal gucken, was im Klo ist. Lucy. Du hast die Erde quasi. Ich soll mal die Waschmaschine überprüfen. Das wären ja so Orte, wo man normalerweise Medizin oder sowas verstecken würde. Im Klo versteckt sich nichts. Ist nicht erbaulich. Im Kühlschrank was zu essen? Nein. Kredenz? Oh ja. Was zum Trinken? Spülmittel oder sowas? Glove Rags und Kaffee. Ihr seht hier übrigens, ne? Unser Gewicht. Also früher oder später werden wir hier wahrscheinlich eher früher als später. Ein bisschen umpacken, wollte ich sagen. Okay. Also, ich sammle mal alles auf und dann zeige ich euch, was hier so rumgelegen hat, wa? So, also mit dem Clearen von meinem Haus sind wir jetzt fertig. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir vielleicht hier vorne direkt, ne, irgendwie eine Shotty oder sowas noch finden. Aber ich denke, wir müssen tatsächlich hier rein ins Haus. Okay, hier vorne. Komm, Billy, du bist noch nicht ganz überlastet. Diesen ganzen Kisten ist echt viel drin. Ich habe keine Ahnung, was ich wirklich brauche, ne, aber so Racks und so, ne. Hier, das sieht alles aus wie Zeug, mit dem wir eventuell theoretisch dann craften müssten, irgendwas. So, da ist erstmal nichts drin. So, dann, ja, wenn ein Fenster zu ist, ist ein Fenster zu, wa? Müssen wir eigentlich durch die Vordertür rein? Naja, gut. Da ist schon das Haus, wo wir eigentlich hin müssen. Wir wollten aber noch hier drüben den Priester. Hier, glaube ich, war das gewesen. Okay. So, dann. Billy. Das ist tatsächlich eine Nailgun. Damage 2 bis 3. Das macht auf jeden Fall mehr Schaden als dein lustiger. Der echte Nudelholz dabei hat. Das war unglaublich. Okay. So weit, so gut. Ein paar saubere Bettlaken. So. Ja, denn du hast noch nichts dabei, so richtig beim Tragen. Ja. So, jetzt rennt sie auch mal. Ah, Moonshine. Da hat er was gebraucht, der alte Hund, der Sheriff. Candy Bars. Es wird ja immer besser. Schauen wir uns hier noch um. Küche und vor allem dann die Garage. Und diesen Rasenmäher uns angucken. So. Also scheint ja so, dass tatsächlich das Salvaging, beziehungsweise das, ja, das Scavengen, nicht das Salvaging. Das ist eher Scavengen in dem Fall. Auch einen großen Teil vom Spiel ausmacht. Was ich gut finde. Was ich wirklich gut finde. Ja, und weil ich halt tatsächlich, ich habe mir vor kurzem mal überlegt, ob ich einfach mal wegen der Ankündigung auch mal hier das gute alte Jagged Alliance 2 anschmeißen soll. Um das mir ein bisschen nochmal zu Gemüte zu führen. Ja, aber dann sowas hier um die Ecke kommt. Das ist übrigens nur eins der Spiele dieser Art so ein bisschen, die ich euch zeigen wollte. Es gibt nochmal eins. Okay, Screwdriver. Also dafür, dass wir extra hergeschickt wurden, um zu prüfen, ob der hier irgendwelchen geilen Scheiß hat. Hatte der ganz schön wenig geilen Scheiß. Vielleicht hinten im Schuppen. Aber da ist zumindest ein bisschen was drauf noch. Okay, Billy Boy, mach mal auf hier. Er wartet hier seine Waffen auf. Oh ja, Bruder, das ist genau das, was wir wollten. Was ist das hier überhaupt für eine Muni? 9,19, okay. HP. Oh, es gibt sogar tatsächlich verschiedene Munitionsarten, wie man hier sieht, ne? Hollow Point, Parabellum oder deswegen White, die Adopted. 0,22 LR.
Mal hier so. Slugs. Du hast eine 25 bis 44. Glock 19. Also es ist eine Glock 19, aber naja, offensichtlich. Aus Gründen wird das hier nicht so benannt. Eine Menge Muni. Ah, gut, American Cigarettes. Komm her, Gorilla. Ist ja vielleicht gar nicht so extrem schlecht, ne, wenn ich bei dir mal so eine Zweitwaffe hätte. Das sind Slugs. Die sind ja eigentlich dann auf Entfernung besser. Against large game and the first benefits of accuracy and power with no stray pellets, richtig. Keine Ballets. Ah, stapeln. Wir könnten natürlich Billy Boy hier auch mal. Kann ich so gar nicht machen, ne? Ich muss es hier rüberlegen und dann. Da kann ich noch einiges tragen. Der alte schwere Nöter. So. Aber das ist schon ganz gut, eine Nahkampfwaffe auch dabei zu haben. Aber idealerweise ziehen wir uns halt dran und machen die von Weitem halt weg, ne? So. Das war das, was wir hier holen wollten. Sind wir besten oder besser ausgestattet, sage ich mal. Sag mal, Kaylee. Deine Munition. Das sind tatsächlich diese LRHPs. Willst du die vielleicht mal. Ihr seht, wir können auch verschiedene Rüstungen und so tragen, ne? Die hier. Kann ich das. Das muss doch irgendwie gehen. Ach, wenn ich das so mache. Gorilla Kaylee Lucy. So, Kaylee, ja. Jetzt können wir schießen ohne Ende. Wir können auch was craften, wie ihr seht. Was? Was ist okay? Okay, wir können uns Scopes machen. Eine Planke. Das habe ich schon erwartet, ne, dass man es craften kann. Okay, aus einem Messer und einer Winchester, das zeige ich eine Sword auf, ne? Ja. Okay. Ja, tatsächlich ist das quasi die Modifikation hier, ne? Ach, guck mal, mit Silencer. Den kleben wir literally dran hier, ne? Also, das Spiel gefällt mir. Können wir auch Munition machen? Also, wir können auch so ziemlich allem hier. Ne? Da seht ihr es, ne? Aus den Sheets könnte man auch Rags machen ohne Ende. Und die als Bandagen benutzen. Ja, nice. Und hier, taktische Westen. Also, in so einem Spiel würde ich. Also, ne? Wenn dieser Basisausbaupart gut, sag ich mal, gemacht ist. Das könnte ich mir das schon gut vorstellen hier. Ist auch von Microprose übrigens gepublished. Also, ne, die haben ja einige echt gute Sachen im Petto. Da wollte ich mir auch das Regiments eigentlich auch nochmal angucken, aber. Müssen wir mal schauen. Gibt auch ein paar Sachen, die ich beim letzten Festival nicht mitbekommen habe. Die eigentlich noch interessant wären. Ich die lokale Karte hier haben noch. Ah, nicht wirklich, ne? Aber es war irgendwo hier hinten. Wie kommen wir da hin ohne. Dieses Haus sieht so aus, als seien da irgendwelche bösen Leute unterwegs. Hier ist ein Durchgang. Ich komme jetzt mal ein bisschen blöd dabei vor, hier so mitten auf der Straße rumzurennen, aber. Warte mal, wir haben. Passt ja hier Hunting Bolts. Wir haben ja eigentlich. Ja, nee, nicht das hier. Kannst du hier nämlich auch mal so ein paar Bolts noch mitnehmen, ne? Ja, du mal nachladen. Du legst nach. Du legst nach. Und der Gorilla lebt auch nach. Ah, da seht ihr es. Also hier, das hier betrachtet irgendjemand als sein Heim. Deswegen dieses rote Zeug, wenn wir da reingehen, dann haben wir Stress. Das wollen wir mal gar nicht. Wir wollen hier nur vorbeilaufen. Und hier drüber umschauen, wo. Ja, anscheinend, da ist ein schwacher Scavenger.
What do y'all need? Here. Ja. Okay, gelbes Gebiet. Der ist quasi noch nicht feindlich, ne? Luigi hier. Luigi. Ja. Da ist der nächste. Ich meine, solange die friendly sind, wir können hier auch rein. Können mit euch denn reden? He's innocent. Ist das wirklich? Was geht hier vor? Ah, okay. Hier im Gefängnis sitzt der Typ. Joseph. Kann man den irgendwie rausspringen? Geht's da überhaupt rein? Ich sehe keinen Eingang hier. Also, ich will ja nichts sagen, aber wie mir scheint, muss ich diese Leute hier ausschalten. Kenny? Here. What do y'all need? Luigi, ready. Was safe auf Hade. I can hurt a man of God like Father Joseph, he's innocent. Die scheinen ja echt lieb zu sein, ja eigentlich, ne? Ich komme jetzt echt blöd vor, weil ich hätte die jetzt, ne? Mr. Prison Guard. Ich möchte ja wirklich nicht, What do you all need? You call Lucy. Ja, ja. Ich werde mal speichern, aus Gründen. Weil ich wissen möchte, wie das hier ausgeht. Okay, Kaylee. Ich glaube, ich überhaupt an, ohne aggro zu sein. Das ist, ehrlich gesagt, eine gute Frage. Ja. Ja. Sind die echt alle mad? Das ist nicht gut. Ein Gorilla. Swap the weapon. Die werden uns sowas von niederschießen, ne? Geh mal darüber. Ach du meine Güte. Ich hätte mal darüber gehen sollen, ha? Ich glaube, das ist die Lösung. Mit denen hätten wir reden sollen. Okay, ist das so eine Nagelpistole? Ja, meine Lieben, aber ich denke, mit diesem Fail, ja, werden wir uns mal aus dieser kleinen Vorstellung hier verabschieden. Also ihr könnt das Ding momentan selber auch spielen. Falls ihr mehr davon sehen wollt, sagt mir Bescheid in den Kommentaren, lasst ein Like da. Dann gucken wir uns das noch vollständig an. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen und macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Tollen. Und abonniert, wenn ihr mehr sehen wollt.